So, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. 2 Tage Inaktivität, ich war ja in Düsseldorf, in München-Gladbach, Italien-Stadion, F in den Chat für Italien, W in den Chat für Deutschland. War auf jeden Fall eine coole Erfahrung, auch mal Italien im Stadion zu sehen. Hab ja sonst nur gefühlt die Möglichkeit, nach Italien zu fahren, so mir ein Spiel anzuschauen. Deswegen war es auf jeden Fall sehr, sehr nice. Aber alles andere hatten wir ja im Stream ausführlich, habe ich euch erzählt, mit Videos, Bildern, etc. Bevor wir starten, lasst gerne ein Like da. Ich gebe euch mal die 700 Likes mit. Würde mich freuen. Und lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Wir machen derzeit echt wieder gut Abos auf dem Kanal. Deswegen, wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da. Meine Lampe hat kurz gebackt. Hat man das gesehen? Ist kurz ausgegangen. Kleines Highlight aus dem Stream. Davor wollen wir noch ein, zwei kleine Dinge besprechen. Wir haben von EA angekündigt bekommen, wenn man in FIFA reingeht, bekommt man die Nachricht, wir kehren zum alten Standpunkt zurück. Bedeutet, die Weekend League beginnt wieder Freitagmorgens um 8, endet Montagmorgens um 8. Also kein Dienstag, Mittwoch, Montag, Freitagabends und sonst alles. Alles wieder weg, alles wieder beim Alten. Und die Rewards sind jetzt gerade, wenn man sie sich anschaut, weil es ja geupdatet wurde, 250k-Packs, jetzt wenn man Rang 3 holt, und ein Premium Team of Weekpack. Hier kann ich sagen, kein Stress, es wurden schon neue Rewards geleakt. Dafür nehmen wir einmal oder gehen wir einmal auf Twitter. Und zwar, Chris, Bro, danke für die Leaks. Ich hau euch Chris Twitter mal in die Beschreibung. Könnt ihr ihn gerne auch ein Like und ein Abo dalassen, so ein Follow dalassen und gerne sein Shit Support. Macht sehr, sehr guten Content. Und zwar haben wir neue Rewards Leaks. Freitag Shapeshifter Event wurde auch geleakt. Dazu haben wir auch einen Ladescreen. Kann man sich hier anschauen. Ist Design 10 von 10. Also Design sowieso in diesem FIFA EA macht das einen super Job, was Designs angeht. Wir haben sogar schon einen Spieler geleakt bekommen mit Carrasco, aber Shapeshifter, Positionswechsel, darum geht's in dem Event. Carrasco ZOM ist bestätigt und so ungefähr wird seine Karte werden. Vielleicht, wie gesagt, hat er 98 Streaming, vielleicht hat er 92 Pass, aber so ungefähr wird seine Karte aussehen. Wird ein super Event. Ich habe erstmal gedacht, okay, vielleicht bringen sie Karten, die keine TOTS-Karte bekommen haben. Werden sie unter anderem wahrscheinlich auch drauf achten. Aber Carrasco hat einen TOTS gehabt und bekommt trotzdem eine Shapeshifter-Karte. Vielleicht bekommen wir auch andere gute Karten, wie zum Beispiel nochmal ein Nkunku als Rechtsverteidiger, also ganz verrückt. Ich habe auf jeden Fall Bock auf das Event. Ich sag's euch ehrlich, besser als wenn man das FIFA aussterben lässt und kein Event mehr bringt. Dann wäre es ja wirklich tot und man wüsste auch nicht, was man irgendwie zocken soll, was man für einen Content aufnehmen soll. Deswegen immerhin bringt man guten Content nach dem TOTS-Event und bringt dazu vielleicht auch coole SBCs, wie wir sie heute bekommen haben. Das ist auf jeden Fall die erste Karte, die geleakt wurde. Und Richtung Rewards nochmal, um noch auf das Thema zurückzukehren, das werden die neuen Rewards sein. Also wenn ihr dann ab 14 Siege bekommt, ihr 3er-TOTS-Pack. Und das 3er-TOTS-Pack sieht wie folgt aus. Also ich rede von einem Tradable-Pack. 91 plus EFIGS sind die Top 5 Ligen and Minor. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Das bedeutet und Nebenligen. Alle Team of the Season Karten 91 plus übersetzt können in den Tradable Pack drin sein. Also an sich kann man da 3 TOTS Karten ziehen, die jetzt sowieso alle kaum noch was kosten, die Tradable TOTS Karten, die gefühlt alle 20.000 wert sind, weil es können 3 91 plus Karten sein aus den Nebenligen. So, also es ist komplett Quatsch immer noch. Auf jeden Fall werden es aber keine Team of the Week Packs sein. Das ist mir wichtig zu erwähnen. Das wird die EA nicht, das werden sie nicht droppen. So, das ist auch hier schon, wie gesagt, geleakt. Ansonsten, Player Picks sollten dann auch so mäßig sein. 1 von 2 Player Picks zum Beispiel, wenn ihr 11 Siege, 14 Siege oder sonst wie viel Siege holt, wo dann 1 von 4, 1 von 3 für Champions Spieler drin sind, wie man es immer kennt in den Player Picks, aber auch hier einfach alle TOTS-Karten 91 plus. Sehr bad, keine Ahnung, ob ich die Weekend League, sage ich ehrlich, noch zocken werde, vielleicht mal just for fun im Stream mit euch, mehr aber nicht, also es wird kein Best-of-Video mehr zu kommen oder irgendwas. Vielleicht können wir zusammen auf die 19 Siege schwitzen, vielleicht wird die Weekend League an sich einfach einfacher werden, machen wir coole Challenges, bauen uns lustige Teams, aber somit ist die Weekend League für mich erstmal auch vorbei, weil ey, ich sag's euch ehrlich, Team of the Season 91 plus hört sich erstmal auf den ersten Moment cool an, aber geht mal auf Footbin und filtert 91 plus TOTS-Karten, das sind gefühlt alle. Also da kann zu viel Müll drin sein, um die Weekend League nochmal zu spielen. Aber so viel erstmal dazu, zu den Shapeshifter-Dingen und zu den Foot Champion-Änderungen, dass wir das auf jeden Fall geklärt haben. Was ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, Shapeshifter-Tagesbelohnungen. Bevor das irgendwie bei euch untergeht, ich habe es euch dann auf jeden Fall gezeigt, bevor mich jemand im Stream fragt, Robby, woher hast du jetzt auf einmal diese Packs, wenn ich die dann, sage ich mal, erspielt habe, die sind ja for free, man muss nur irgendwelche Tages-SBCs abschließen. Und zwar haben wir Tagesanmeldung 1, meistere die tägliche Anmelde-SBC, 1 von 3 80-Plus-Spielern. Dasselbe haben wir hier mit 81+, 82+, 84+ und sogar 1 von 4 85+-Karten dann in 5 Tagen. In 6 Tagen gibt es sogar ein TOTS-Pack for free und in 7 Tagen gibt es dann ein EFIGS TOTS-Pack for free. Aber wiederum dann in 7 Tagen habt ihr alle SBCs gemeistert und bekommt das Endpack so, und das ist das Gruppenbonus-Pack, ein garantiertes Shapeshifter-Pack.
Also wir werden mit dicken Free Packs belohnt zum Ende vom FIFA. Man muss dafür nur täglich online kommen, die SBCs abschließen. EA will irgendwie was natürlich auch so mit dem Ziel, wahrscheinlich die Leute aktiv halten. Finde ich aber ist in Ordnung, wenn man dadurch coole Free Packs bekommt und wir bekommen coole Free Packs. Ich kann euch die tägliche Anmelde-SBC einmal hier vorstellen. Das findet ihr unter dem SBC-Menü, unter Live, nicht unter Food Champions. Tägliches Anmelde-Pack und dann, ja, ihr seht, ich kann es einmal abschließen. So sind auch meistens SBCs mit wirklich Quatsch-Anforderungen. Schaut es euch an, ich kann die SBC innerhalb 10 Sekunden wahrscheinlich kurz abschließen. Wir machen hier einfach Silberassistent. Das ist wirklich 10 Sekunden. Dann filter ich Gold. So, nehme die drei schlechtesten. 1, 2 und 3, also vom Rating. Es waren jetzt nicht 10 Sekunden, okay, 20 Sekunden. Bin ein Lügner, ist in Ordnung. 20 Sekunden, wir haben jetzt schon wieder ein Pack. Also es sind ja Free Packs, die man bekommt, geschenkt bekommt von EA. Und das daily. Also geht wenigstens, auch wenn ihr nicht mehr so aktiv spielt, daily in FIFA rein, nehmt euch alle Packs mit, dass ihr dann in 7 Tagen ein Shapeshifter-Pack for free bekommt, ein EFIGS-TOTS-Pack for free bekommt und auch allgemein nach 6 Tagen ein normales TOTS-Pack for free bekommt. Ist auch halt SBC-Futter, nimmt man ja trotzdem gerne mit. Und wenn ihr die SBCs allgemein so noch abschließt, bekommt ihr auch nochmal immer ein Pack. Bei uns war das jetzt, glaube ich, ein Doppel-81-Plus-Pack. Aber ja, so viel dazu, da würde ich sagen, das wollte ich noch kurz mit ins Video beifügen, weil ich es vergessen hatte. Dann gehen wir wieder rein ins Video und warte mal, vielleicht kommt da was. Ja, okay, wir gehen wieder rein ins Video. Wir gehen rein in die neue SBC, die gekommen ist. Bevor wir in meine Packs reingehen, wenn ihr euch fragt, ob was gekommen ist, wer, keine Ahnung, vielleicht es nicht abgecheckt hat. Wir haben TOTS 94 plus Spielerwahl bekommen. Davon haben wir gerade im Stream geisteskranke Karten Packs geöffnet. Und 93 plus EFIGS TOTS Pack. Ist etwas schlechter, das ist hier besser. Aber werden wir trotzdem beides antesten. Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz rein in die Zuschauer-Packs und danach sehen wir uns wieder mit meinen zwei Packs. Okay, warte. Und ich drücke jetzt drauf. Van Dijk, erste Chat. Den habe ich schon in Rot. Den hast du schon, okay. Aber ey, der ist gut. Okay. Ich kann ein bisschen verzögern. Du kannst rüber zum nächsten gehen. Ach nee, warte, jetzt kann ich ja wieder. Ja, jetzt kannst du deine Playstation anmachen. Nein, du jetzt. Courtois und? Oh, es ist eigentlich krank, aber es ist halt für mich. Also ich wäre mit Van Dijk, ich würde den mitnehmen. Ich wäre zufriedener. Du hast den halt schon. Okay, er hat R3 gedrückt. Und let's go. Ja, es ist also sogar stabil, sage ich ehrlich. Also Tavernier ist spielbar. Abgesehen kann aber wie viel der Wert ist. Neuer und Gravenberg, oha. Gut, doch. GG, safe. Mach dein Ding, ich bin ready. No Reaction Pack. Alter, ey, warte, er macht so schnell weg. Er hat gar keinen Bock mehr. Herr Lever und Tonali, Chat, seid mir ehrlich. Ist ein Weh. Okay. FX-Pack auch nochmal, das erste, was wir davon sehen. 93 plus sogar, also 93 plus kann immer noch viel Müll dabei sein. So, Bruno Fernandes zum Beispiel, oder ich weiß nicht, wer noch. Aber wir bekommen Mbappé. Nein, Koundé. Ah, das ist nicht so gut. Okay, Torhüter, neuer, weiter geht's. Nächster Spieler. Hat Potenzial. Bro, das ist krank. Das ist krank. Okay, nächster Spieler. Bro, mach dir nichts raus. Ich hol dir hier einen Banger raus. Mach dir keinen Druck. Ich mach's nur spannend. Das ist ein guter Verteidiger. Hä? Hä? Wer bist du denn? Hä? Ist gut? Wer ist er? Na, ich nehm Müller. Ich bin Bayern-Fan. Scheiß drauf. Er ist Bayern-Fan-Chat. Ja, dann viel Spaß mit Müller oder Neuer, Bro. Gönn Ronaldo. Gönn Mbappé. Gönn Messi. Also Rating ist geistesgestört. Ich weiß nicht, Kimmich ist stabil. Spielen ja auch im Main-Team so. Kimmich, wenn du den nicht schon hast, Kimmich ist voll stabil, oder? Kimmich liegt bei... Ja, 150, weil Kimmich ist... Ist gut, doch? Okay, let's go! Komm schon! Au, Tchouameni ist big! Ist big. Ist ein Best-of-Tots-Chat. Kimmich ist auch zwar ein Best-of-Tots, aber Tchouameni ist einer, der 300k noch kostet. Ist stabil. Komm, 93 plus FX-Pack. FX Mephix? Yay, bleibt! Lever. Oha. Also Rating stimmt auf jeden Fall. Wenn man den nicht zocken will, dann hat man auf jeden Fall gut Rating. Du kannst öffnen. Ich kann öffnen, okay. Nase. Nase, glaub mir. Ich hab so eine dicke Nase. Yay, komm nun! Deutschland. Ja. Weiß ich nicht, Bro. Sag ich dir ehrlich, weiß ich nicht. Bin kein Hater, aber weiß ich auch nicht. Ich bin da, Luke, wenn du Packs hast. Und...
Was? Ey, das kann man doch nur gut reden. De Bruyne und Lukaku, ey. Chat. Klar, alle brauchen wir nicht zu reden. Die Spieler liegen sowieso bei keinem, also sind alle eh am Boden von den Preisen. Aber abgesehen davon, De Bruyne Tots liegt bei 400.000. Nein, 300.000. Ich war auf dem Totti. 300.000. Okay, ich hab mein Pack fertig. Yay, komm schon. R1 und jetzt. Drei Spieler und alle sollten kranke Attribute haben. Hoffentlich. Hoffentlich. 82 Füßes, Chat. 99 Ausdauer. Ich sag dazu nichts. Wir schauen uns einfach an. Chat, versteht ihr, was hier abgeht? Chat! Wirtz, ist das gut? Ich habe keine Ahnung. Wie viel kostet der? 95er Wirtz. Ey, der sollte doch gar nicht so bad sein. Wie viel kostest du? Wirtz liegt bei, warte mal, hier. Joa, ist okay, ist okay. Okay, nächster Spieler. Egal, alles gut. Einen haben wir noch. 99 Sprungkraft, 99 Ausdauer. Sieht nach was Defensiven aus. 95 Verteidigung, ich habe keine Ahnung. 93 Dribbling auch noch. Ist es ein Rechts- oder Linksverteidiger? Wer ist das? Nee, keine Ahnung. Also ich würde raten. Nein, den habe ich schon. Den habe ich schon. Mein Pack geht nach hinten los. Ich gehe mit Wirtz. Wir hatten aus dem Pack, ihr habt es ja eben gesehen, Lewandowski auch zum Beispiel. Also die können auch abliefern. So ist es nicht. Vielleicht haben wir etwas mehr Glück und können diesmal aus dem Pack was ziehen. An sich, Kimmich, wäre ich zufrieden gewesen, aber den habe ich leider schon. Komm schon, yay. Come on. Bitte. Ich fühle irgendwie was. Irgendwie kommt jetzt hier was. Komm. Bitte. Also eigentlich top. Ich habe seine Totti-Karte. Ich werde den ersetzen, so minimales Upgrade. Ah, warum habe ich den schon? Also hätte ich seine Totti-Karte nicht, wäre ich jetzt gerade hier wirklich, no joke, das Top 3 Innenverteidiger von den Tots-Karten. Minimum. Der ist ja auch noch gut teuer, so. Der liegt bei, ja, 400.000 knapp. Oder liegt sogar bei 400.000. Aber ich habe seine Totti-Karte. Soll ich mich auf... Es ist wie ein Inform-Upgrade, würde ich sagen. Es ist okay, ey. Super, trotzdem super. Hat sogar mehr gefühlt gegönnt als das andere Pack. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder, 17 Uhr circa, 16 Uhr, 15 Uhr mal sehen. Mit dem Stream, folgt mir auf Instagram, da werde ich das posten, mal mit Stream. Wir haben noch, ich glaube, 5 FX Tots Packs zu machen. Wir haben noch gut Upgrade Packs auf der Uhr. Ansonsten würde ich sagen, schönen Abend noch. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Haut da rein und ciao, ciao. That you never be lonely. Be the fan, that's what they call me. I promise that you never be lonely.